Sauber. Jetzt bist du wieder drin. Jetzt kannst du lang. Genau so. Besser geht nicht. Das war eine 1 plus. Ich will mich vom Boden aus fotografieren, wie die starten und landen, dass du das mitkriegst. Und dann im Hintergrund das haben. Und das dann in Schwarz-Weiß drin. Der hat. Ja, üb mal erst geradeaus fahren, geht genau. Nicht, kriege ich überhaupt nicht hin. Ja! Ja! Also bei dem Flugzeug bin ich immer so entspannt, wenn der das fliegt. Da habe ich überhaupt keine Sorgen bei euch. Da kommt der nächste. Jetzt aber, Gunnar, du bist dabei. Gut, ja. Ich pass auf. Schon hin hier. Wir haben Pflaster dabei. Gut. Heute bist du ein bisschen komisch gelandet. Ja, ich habe vom Wind her. Ich achte nicht auf den Wind, das ist das Problem hier. Ich komme rein wie ein Flug. Du musst von der Seite kommen. Und dann kurz. Und da hinten landen. Da hinten landen, auf der Seite. Genau so, Gunnar. Sehr schön. Ausrollen. Warum? Von da drüben musst du kommen. Von der Ecke da. Genau da. Und jetzt da von da zurück. Jetzt musst du von da kommen. Der Draht, der muss hier oben gehen, ne? Da ist der nicht drin. Richtig. Genau. Ja, auch. Vielleicht ein Schlauch war das noch vom letzten Mal, das weiß ich. Da kann ich mich daran erinnern, dass du dich rausgebracht hast. Ne? So. Ja? Ich habe nichts zum Durchgucken, ne? Gut. So schräg raus, bitte. Some stranger who don't understand my head. Wish it was you lying here instead. Ruby Lee, I sure wish you was here with me. Gib Gas und starte ihn. Richtig? Ja.
Ja, ein bisschen mit Ruhe. Das geht schon mal ab. Es gibt einfach gar keinen Krieg, gerade kein Wind. Du musst das Seitenruder mit benutzen. Nee, mach mal einen Stopp. Wir machen Stopp. Mach mal die Kamera bitte jetzt aus. Der Reifen ist wieder ab. Aha. Kein Wind. Ja, weil er mich retten wollte. Die Übung raus. Ich mache jetzt einen Flug und ansonsten hole ich die große Maschine wieder rüber. Das ist kein Wind, ne? Mhm. So, jetzt habe ich aber auch hier eine Verstellung, die muss ich mal. Okay. Das ist kein Wind. Kein Wind heißt. Ohne Wind natürlich besser. Lass mich testen. Du fliegst. Meiner ist auch klar. Flieg mich nicht über den Haufen, ich stehe noch auf der Piste. Rechts, links, hoch. Gib Gas und zieh ihn hoch. Du hast Seitenwind ein bisschen. Ja, so. Nee. Dann solltest du einfach, der Wind kommt jetzt von geradeaus. Gib einfach Gas und zieh ihn hoch. Ja, Gas geben, raus. Gas geben. Gas geben.
Nee, ist vorbei. Ich denke ja, das nee. Hier eine Spur rein, hier. So, pass auf, du hast den Wind jetzt von so. Du solltest so stehen. Jetzt gibst du kurz Vollgas und ziehst ihn rauf. Du brauchst nur 2 Meter. Gas! Zieh hoch, da ist er. Das war's schon. Dann schwinkert er sich ein und dann hast ihn. Jetzt, das ist so super. Weil wenn du dann zu lange machst, ändert sich der Wind wieder. Ach, verstehe. Ich bin so verliebt gewesen in das schöne. Ja, wenn es ganz ruhig ist, können wir das machen. Aber jetzt bei diesem Wechselwind war weißt das. Du? War das schon wieder. Dann bleib so in der Nähe und flieg deine Runden, dass du Spaß hast. Ich würde jetzt gerne auch fliegen. Wir sollten zu zweit fliegen. Wir müssen jetzt landen, na ja, weiß ich schon. Du landest so, wie ich reingekommen bin. Genau. Alles mal so. Genau. Holst ihn rein und versuchst ihn diesmal auf die Landebahn zu kriegen. Die ist lang genug, die geht bis hinten durch. Bis zur Oderstraße hast du Platz. Super. Super, bleib so. Okay, kleiner Knick. Warum? Weil zu steil geworden. Etwas zu steil. Ist mir auch schon passiert auf dem Sportplatz, Rüdiger. Das muss man lernen. Da passiert nicht viel. Das ist ja so ausgelegt, dass da nicht viel passiert. So, jetzt machen wir. Wir biegen die gerade. Die hat den Stauchplatz benutzt und das machen wir jetzt in Ruhe. Machst du in Ruhe. Und mach mal, sag mir mal, wie die Kamera ausgeht. Lass mal. Ach so. So kannst du nicht starten. Dann musst du, weil die Knicke raus müssen. So, der ist so gut wie weg. Warum? Deiner piept, Gunnar. Ja, das ist jetzt meine, Entschuldigung. Ich muss meine Anlage erstmal ausmachen. Kannst du deine Kamera mal kurz nehmen? Du siehst, dass da nicht viel passiert. Guck mal, das Seitenruder da hinten, stimmt da irgendwas nicht? Ja, das musst du eventuell korrigieren. Ja, kann sein, dass es durch die Landung jetzt sich neutralisier mal mit der Trümmung. Okay, jetzt guck mal, wie stark dein Rechts- und Linksausschlag noch ist. Ja, ausreichend. Lass so. Du solltest, guck mal, noch etwas steiler stellen und einfach Gas geben und rauf. So, rauf, vor den Leuten, bist du oben. Vorsicht. Und dann ausschwenken, ne? Bomba. Da ist kein Sicherungsgummi drauf. Du hast kein Sicherungsgummi drauf. Du kannst die beiden so lassen. Ja, ist gut. Gas rauf, rauf. Ja, das war's. Du brauchst nicht weit, weil du Gegenwind unterm Flügel hast. Wunderschön gemacht. Ja, das müssen wir zu Hause mal, musst du zu Hause mal checken. Ich glaube, ich bin heute Abend auf dem Sportplatz. Ich muss das so an. Ja, das ist doch schön, Mensch. Kommt Tiefflug vorbei. Lande jetzt dir entgegen beim nächsten Mal. Alles so lassen, Höhe abbauen. Perfekt, das ist perfekt, das ist perfekt. Das ist die 1 Plus. Das ist die 1 Plus. Wieder bei dir, Lars. Das ist die 1 Plus.